Du willst Immobilien kaufen, dann vermeide unbedingt diese 10 typischen Fehler. Du willst Immobilien kaufen, dann sollst du auf diese 10 typischen Fehler beim Immobilienkauf auf jeden Fall verzichten. Solltest du diese 10 typischen Fehler beim Immobilienkauf vermeiden, dann ist dein Immobilienkauf zu einem deutlich größeren Wahrscheinlichkeitsgrad erfolgreich. Der erste Punkt, den man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist ein Punkt, mit dem Profiverkäufer definitiv mit dir spielen können. Und zwar, es geht darum, die Emotionen auszunutzen. Also wenn du emotional bist, dann bist du bereit, andere Preise zu bezahlen, andere Dinge einzugehen, die auf jeden Fall nicht immer gut durchdacht sind. Dementsprechend hab deine Emotionen im Griff und auch dein Ego. Wenn jetzt zum Beispiel einer unbedingt meint, ey, ich muss das jetzt kaufen, ich will beweisen, dass ich in der Lage bin, den Deal zu machen und so weiter. Das haben manche in sich drin, solche Energien. Und dann wird der Deal durchgezogen, auch gemacht. Und dann die Spätfolgen, die kommen dann erst später. Ob das schlau war oder nicht, zeigt sich später. Deswegen, du musst deine Emotionen im Griff haben und auch mal drüber stehen und sagen, na, nee, doch nicht, aus dem und dem Grund. Und das muss man auch immer sagen, man kann auch sagen, nee, doch nicht, Punkt. Weil der Deal ist erst gemacht, wenn die Tinte trocken ist. Der zweite Punkt ist folgender, dass die Unterlagen nicht richtig geprüft werden. Also wir zum Beispiel kaufen überwiegend ohne Grundschuldeintragung und ohne Finanzierung. Dementsprechend brauche ich gar nicht alle Unterlagen, um das Geld an den Verkäufer bezahlen zu können. Das ist auch ein sehr großes Risiko, aber auch ein sehr großer Vorteil, weil ich halt sehr schnell agieren kann. Das heißt, wenn du alle Unterlagen brauchst, um bei der Bank die Finanzierung zu bekommen, hast du nochmal einen Dritten, der alles prüft, ob alles da ist, ob alles passt. Und die finden in der Regel auch viele Fehler. Ich sage extra viele Fehler, weil auch nicht alle Fehler. Aber wenn man Cash kauft, dann hat man ein sehr großes Risiko, weil man selber drauf gestellt ist und niemand bankseitig darauf guckt. Was für Fehler können da schlummern? Sonderumlagen beim Wohnungseigentum. Also gerade jetzt, vor allem in der jetzigen Zeit, energetische Sanierungsmaßnahmen, die beschlossen werden. Fassade, Dach, Heizung. Das sind so die größten Punkte, Fenster manchmal noch. Und das kann beschlossen werden, das kann teuer werden. Wenn die Rücklagen nicht hoch genug sind, wird die Finanzierung über die Hausverwaltung gemacht mit einem sehr hohen Hausgeld. Ich habe Fälle gesehen, dass das Hausgeld höher als die Miete, also dementsprechend nicht so geil. Weiteres Thema ist die Wohnflächenberechnung, dass da irgendwas nicht passt bei der Wohnfläche. Und selbst wenn der Makler Falschangaben macht im Verkaufsfall, dann haftet man als Eigentümer, und das ist ein Riesenthema, weil der Vertrag wird gemacht zwischen Käufer und Verkäufer, und wenn der Makler irgendwas verbockt, kann man in zweiter Instanz den angehen, aber in erster Instanz bist du dafür verantwortlich, dass da alles richtig ist, als Käufer, als auch Verkäufer. Das nächste ist, die Grundbücher müssen sauber sein, das heißt, da dürfen keine Grundschulden drin sein mehr oder sonst irgendwas, das muss mit den Fälligkeitsvoraussetzungen alles geregelt sein, Grunddienstbarkeiten, Baulasten im Baulastenverzeichnis und Altlasten auf dem Grundstück und sowas sind eigentlich für die, die sich auskennen, Standardthemen, die aber trotzdem auch manchmal vergessen werden zu prüfen. Dementsprechend immer wieder vor sich legen und zurückdenken, was muss ich alles prüfen, damit ich auf dieser Schiene sicher bin. Als drittes sollte das Objekt auf jeden Fall besichtigt werden. Bei Wohnungen sage ich immer, okay, wenn der Hausflur passt und das Baujahr vom Haus und die energetischen Maßnahmen, kann man nicht mehr so viel falsch machen. Wenn der Preis günstig ist, kann man auch auf den Wohnungsbesichtigungstermin verzichten. Wenn der Preis richtig günstig ist und man mit einer Kernsanierung im Worst Case kalkuliert, dann passt das. Bei Häusern hat man halt auch immer das Thema, dass man für das gesamte Objekt verantwortlich ist beim Hauskauf. Beim Wohnungskauf ist die Hausverwaltung dafür verantwortlich, was aber auch wieder auf Sonderumlagen resultieren kann. Aber man sollte auf jeden Fall reingehen und schauen, ob das Haus grundlegende Themen hat. Hochwasser, Schimmel, schlechte Hausstruktur, Schädlingsbefall, energetische Themen wieder. Das wird immer mehr thematisiert, weil 2016, 17, als wir da angefangen hatten mit Immobilien, hat das irgendwie noch niemand interessiert. Aber es war der Energieausweis Pflicht, aber was da drin steht, war jedem egal. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich natürlich auch noch, einen Fachmann mitzunehmen, vielleicht einen Architekt oder, ja, oder irgendeinen Handwerker für ein gewisses Gewerk, wo man sich nicht ganz sicher ist. Bei Häusern, Mehrfamilienhäusern, ist es bei den Volksbanken zumindest jetzt so seit diesem Jahr, dass vor Auszahlung der Finanzierung eine Besichtigung einer Bank stattfinden muss, also eines Bankgutachters. Das ist manchmal bankintern, manchmal wird es auch extern gemacht. Und um auf Nummer sicher zu gehen, also dass du auf Nummer sicher gehen kannst, dann empfiehlt es sich, diesen Gutachtertermin der Bank natürlich vor dem Notartermin
zu machen, dann hast du auf jeden Fall nochmal einen Dritten, der da Expertise hat und drüber schaut über den Deal. Nicht nur auf die Unterlagen, sondern auch aufs Objekt an sich. Der vierte Punkt, ohne Finanzierung zum Notar gehen. Das heißt, der Käufer kommt zum Notar und sagt, ich habe die Finanzierung, aber ich mache die Grundschuldbestellung später, die Finanzierung passt und so weiter. Was ist aber, wenn sie nicht passt? Ja? Dann muss der Käufer das Objekt bezahlen zu einem Fristtag. Und wenn das Geld nicht kommt von der Bank, dann hast du auch als Verkäufer ein Problem. Andersrum, wenn du was kaufst und du hast keine Finanzierung und es gibt Probleme bei der Kapitalbeschaffung bis zum Fälligkeitszeitpunkt, dann hast du ein Riesenthema, weil du bist verpflichtet, das Objekt ja abzunehmen. Wenn es eine Rückabwicklung gibt, hast du extrem hohe Kosten, die einfach unnötig sind. Dementsprechend Finanzierung im Vorfeld abchecken, aber auch nicht falsch abchecken, weil es gibt einen Fallstrick, den ich jetzt auch mitbekommen habe kürzlich. Und zwar, Kunde kauft Haus, unterschreibt Finanzierung bei der Bank, beim Notar oder vorm Notartermin, dann übt die Stadt das Vorkaufsrecht aus. Der Kunde kann das Objekt nicht mehr kaufen, ist aber schon über die Frist drüber, das Widerruf zu machen bei der Bankfinanzierung. Ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, dass das geht, ehrlich gesagt, aber das wurde mir sehr glaubhaft kommuniziert. Dementsprechend kann es halt sein, wenn man da eine Klausel drin hat, eine falsche, dass man einen Kreditvertrag an der Backe hat ohne Immobilie und dann bist du als Kreditnehmer verpflichtet, den zurückzuführen, den Vertrag, hast aber kein Objekt. Brauchst halt, dann wird das Darlehen ausgezahlt, wahrscheinlich auf ein verpfändetes Girokonto. Dann brauchst du ein anderes Objekt, das natürlich niemals das gleiche Volumen hat, das wird ein bisschen drüber oder drunter liegen, um den Kredit halt zu benutzen. Aber das ist ein Risiko, wenn du ohne Finanzierung zum Notar gehst, wenn du mit Finanzierung zum Notar gehst, zum falschen Zeitpunkt unterschreibst, zu früh ist nichts, zu spät ist nichts, also kommt auch ein bisschen auf Vertrauen an, das Ganze. Ja. Der fünfte Punkt geht wieder auf die energetische Sanierungsthemen. Also du musst dich mittlerweile gutstellen mit einem Energieberater, würde ich mal sagen, Energieingenieur, der dir aus dem Stegreif sagen kann, welche Maßnahmen kommen in der Zukunft auf dich zu als neuer Hauseigentümer. Es gibt mittlerweile auch Gesetze, wenn gewisse Limits überschritten sind, Heizung zu alt und so weiter. Ich bin da jetzt noch nicht so tief drinne, weil die auch relativ neu sind, aber wenn du ein älteres Haus kaufst, schaust du ja immer an, mit einem Energieberater musst du irgendwas machen, weil im Eigentumswechselsfall gibt es manchmal Sachen, die du machen musst. Ich mache mal ein Beispiel, alte Ölheizung ist drin in einem kleinen Dreifamilienhaus. So, du als neuer Eigentümer musst eine neue Heizung einbauen, kannst aber kein Gas einbauen, weil es gibt keine Gasleitung in der Straße oder selbst wenn es eine Gasleitung gibt, dann baust du Gas ein. Das reicht aber nicht, um den energetischen Anteil zu erfüllen. Dann musst du noch irgendwie Wärmedämmungen hinzufügen. Du musst noch weitere Energiequellen hinzufügen, Wärmepumpe und Solar oder sonst irgendwas im Worst Case. Und das kostet ja alles richtig viel Kohle. Das heißt, du musst richtig viel Geld investieren in das Objekt, obwohl eigentlich im Grunde genommen noch alles funktioniert hat, nur damit dieser Energiestandard erfüllt wird. Das sind Punkte, die man auf den Blick haben muss. Und da gibt es auch so ein paar Assets, die halt keiner Bock hat zum Kaufen und keiner will sich drum kümmern. Also Eigentümer verkaufen das aus dem Grund, weil die energetischen Themen blöd sind. Die Käufer kaufen es halt nicht, weil genau diese Aufgaben auf sie zukommen. Außer es kommt halt einer, der merkt es nicht, weil er nicht richtig prüft. Deswegen sind die Sachen so wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, vor allem heutzutage. Nicht, dass du sowas kaufst und dann auf jeden Fall irgendwelche Sachen auf dich zukommen, die du nicht auf dem Schirm hattest. Der sechste Punkt ist es, variable Finanzierung oder Finanzierung generell zu unterschätzen, was da auf einen zukommt. Also manche sagen, okay, ich mache tilgungsfrei, ist ja ganz entspannt. Manche sagen, ich finanziere variabel, da habe ich einen besseren Zins und so weiter. Da hatte ich auch tatsächlich einen Fall selber gehabt. Wir haben variabel finanziert, war richtig günstig, bis dann die Zinsen angestiegen sind und dann stehst du da und weißt nicht, mache ich jetzt fest oder was mache ich jetzt? Ja? Das ist halt ein Thema, wo man sich auf jeden Fall damit beschäftigen muss. Man muss sich mit der Finanzierung beschäftigen, was kommt auf mich zu, welche Aufgaben habe ich und welche Verpflichtungen habe ich auch, gibt es Bereitstellungszinsen, gibt es irgendwelche Rückzahlungsfristen, gibt es Tilgungsfreiheit, gibt es Endfälligkeit, dass man neuen Darlehen irgendwie sich kümmern muss zu einem gewissen Tag und so weiter und gibt es irgendwelche Zusatzsicherheiten, die da involviert werden, gibt es Bürgschaften, wie hoch sind die, wer bürgt für die und wie, wo, was, warum. Man muss das Finanzierungskonstrukt auf jeden Fall vollumfänglich verstehen. Der siebte Punkt ist es, den Aufwand zu unterschätzen. Auch da gibt es aktuell einige Projekte, die mir bekannt sind, wenn zum Beispiel, das ist der häufigste Fall, ein Unternehmer kommt zu Geld, wie auch immer, Corona-Testzentren oder sonst irgendwas. Damals waren das manche Leute, die schnell viel verdient haben.
Da gibt es immer wieder Cases. Also das war nur ein Beispiel jetzt. Und dann, was macht man, wenn man Geld verdient hat? Genau, Immobilien. Ich mache jetzt Immobilien. Dann kommen die, kaufen irgendwelche Immobilien, kaufen Grundstücke, kaufen sanierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser und haben keine Struktur, keinen Plan, wie man damit umgeht. Und dann haben die den Aufwand unterschätzt. Also du darfst nie den Aufwand unterschätzen, denn wenn du den Aufwand unterschätzt, dann kommen viel mehr Sachen auf dich zu. Kosten, Zeit, die du aufwenden musst, Berater, Hürden, die du überwinden musst, Behörden, Genehmigungen und solche Themen, die man sehr, sehr schwer nur einschätzen kann, wenn man sich nicht damit richtig noch auskennt. Das heißt, nur wenn man mal eine Einzimmerwohnung gekauft hat, renoviert hat und die Wand gestrichen hat, neue Türen reingemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass man als nächstes ein Zehnfamilienhaus kaufen, sanieren und aufteilen kann. Das ist eine ganz andere Liga. Der achte Punkt ist es, dass du eine gewisse Dealsicherheit dir holst. Kann man nie garantieren, hat auch wieder was mit einem schwäbischen Handschlag und Vertrauen ein Stück weit zu tun. Aber was passiert, wenn? Ja, Beispiel habe ich auch alles schon mitbekommen. Ich mache mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Es gibt einen Käufer, ich bin Verkäufer, ich verkaufe eine Immobilie. Ich mache den Notarvertrag für den Käufer. Der Käufer springt mir ab. Das heißt, ich habe den Notarvertrag beauftragt, kann den Kaufvertrag dementsprechend aber nicht benutzen, weil der Käufer ist abgesprungen. So, jetzt brauche ich einen neuen, dann ändere ich einfach den Namen im Kaufvertrag und verkaufe es an jemand anders. Der gleiche Kaufvertrag mit einer kleinen Änderung wird verwendet. Andersrum, ich kaufe was, gehe zum Notar und der Verkäufer ist jemand anders. Ich mache den Kaufvertrag als Käufer, weil es ein guter Deal ist, ich will es schnell machen. Dann gibt es einen Notarvertrag, den der Käufer beauftragt hat. Der Verkäufer springt ab. So, jetzt kann ich nicht sagen als Käufer, hey, ich nehme den Kaufvertrag, ich kaufe was anderes. Ja, das ist ja nicht ganz so einfach dann in dem Fall. Und dann ist derjenige für den Kaufvertrag, also für die Erstellung des Vertrages verantwortlich, der ihn bestellt hat. Und wenn du als Käufer den bestellt hast und dann springt dir der Verkäufer ab, was natürlich auch passieren kann, es kann nicht immer nur der Käufer abspringen, dann musst du halt den Kaufvertragsentwurf zahlen. Oftmals ist es auch so, wenn du ein Kunde bist von einem Maklerbüro, dann unterschreibt man eine Reservierung oder bestellt einen Kaufvertrag über einen Makler, damit man aber quasi den Makler bevollmächtigt, das zu machen, bist du als Interessent dann der Leidtragende, falls was schief geht. Dementsprechend musst du wissen, Kaufverträge werden nicht nur bezahlt, wenn sie geschlossen werden, sondern auch, wenn sie erstellt werden und nicht benutzt werden. Der nächste Punkt ist es, die rechtlichen Themen zu unterschätzen, was Mietvertrag und sowas angeht. Das heißt, welche Möglichkeiten hat man, wenn man eine vermietete Immobilie kauft, ist die Frage. Man kann ja nicht einfach sagen, so, hey, ich ziehe jetzt selber ein, in manchen Fällen geht's, in manchen nicht. Denn man kann auch nicht sagen, ich erhöhe jetzt die Miete ums Doppelte. Da gibt es auch gesetzliche Vorgaben hier in Deutschland, wo man sich dran halten muss. Und gerade im wohnwirtschaftlichen Bereich ist nicht ganz so schlimm. Also eine Eigentumswohnung kann entweder nach einem Ertrags- oder nach einem Sachwert bewertet werden. Also beim Ertragswert ist dann halt der Ertrag höher, hast du einen höheren Ertragswert. Bei einem Sachwert wird einfach geschaut, wie viel kostet die Wohnung pro Quadratmeter, wie viel ist das Grundstück wert, was ist das für ein Baujahr vom Haus und so weiter, damit über die Sache der Wert bestimmt. Bei Gewerbeimmobilien geht man halt sehr hart über den Ertragswert. Das heißt, der Wert einer Immobilie ist auch am Mietvertrag sehr eng gekoppelt. Das heißt, umso länger die Laufzeit des Mietvertrages, umso höher die Miete, desto höher der Wert der Immobilie. Und wenn der Mieter aber nicht bonitätsstark ist, ist es auch wieder auch nichts wert. Wenn es viele Mieter und die Hälfte ist bonitätsschwach, die andere stark, dann ist es so, hast du ein Semi-Ding. Aber hast du einen Flagship-Mieter, der gut verdient, als Unternehmen, also nicht die Immobilie, sondern das Unternehmen ist gut und sicher. Und die Miete kommt immer pünktlich und dann ist die Immobilie mit einem langen Mietvertrag viel, viel mehr wert und du kannst die auch viel besser finanzieren bei der Bank. Wenn du es besser finanzieren kannst, kannst du es auch besser verkaufen, weil die Käufer können es auch besser finanzieren. Dementsprechend verstehe gutes Mietrecht und kalkuliere nicht mit irgendwelchen unrealistischen Sollmieten, die niemals eintreten werden. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn du irgendwelche Fehler noch auf dem Schirm hast, die ich jetzt hier nicht genannt habe im Video, dann würde ich mich freuen, wenn du die in den Kommentaren unten reinschreibst, also vielleicht ist dir schon mal was passiert oder einem Freund von dir ist schon mal was passiert und oder du hast irgendwas mitbekommen. Schreib es mir einfach in die Kommentare rein und lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Ciao und bis zum nächsten Mal.